Am 7. Mai war die Augsburger Puppenkiste mit Urmels großer Reise auf Tourneebesuch im Haus des Bürgers. Das Theaterstück für Klein und Groß wurde in zwei ausverkauften Vorstellungen aufgeführt und sorgte bei den Urmel-Fans für große Begeisterung. Ich sprach mit Phil Bierbrauer über die neue offene Spielweise und die Neuauflage des gebürtigen Stücks Urmel aus dem Eis. Ja, die Idee kam natürlich sozusagen von unserer neuen Generation an Puppenspielern, die natürlich auch irgendwann von dem Urmel aus dem Eis, den typischen und altbekannten Fernsehinszenierungen der Puppenkiste, natürlich Wind von mitbekommen hat. Und wir hatten natürlich die Idee, da wir in Augsburg das Urmel nicht auf unserer Bühne zeigen, seit nunmehr 69 Jahren, das Urmel sozusagen endlich mal auf Reise zu schicken. Also wir haben gesagt, okay, wir wollen es nicht als Bühneninszenierung machen, sondern wir wollen es sozusagen als ein kleines Gastspiel auf Reisen schicken und haben uns dann diese Geschichte ausgedacht und mit dem Vater des Urmels, dem Max Kruse, sozusagen die Geschichte abgeglichen, also selbst entwickelt und haben dann sozusagen hier so als eine 40-minütige Geschichte das Urmel hier als Gastspielstück entwickelt. Hui, das bist du! Dann bist du wohl der Osterhase. Das ist gar nicht komisch. So ohne Ostern ist es nämlich ziemlich langweilig. Die sichtbaren Puppenspieler tragen sich dank ihrer Geschicklichkeit für die Spielfiguren in den Hintergrund und gleichzeitig herrscht unter den führenden Händen absolute Stille. Ja, das ist natürlich gute Vorarbeit. Also wir müssen das natürlich gut einüben und einstudieren, weil es halt eigentlich überhaupt keine Kommunikation mehr geben kann, ab dem Punkt, wo wir natürlich relativ stumm auf der Bühne agieren. Also eigentlich gar nicht relativ stumm, sondern wir bleiben stumm und agieren eigentlich nur etwas als Schauspieler über den Puppen mal mit. Also eine Reaktion, die wir wenn das Urmel uns irgendwas fragt, dann spiele ich die praktisch zwar kurz mit, bin aber stumm. Ja, wie gesagt, gute Kommunikation eigentlich nur im Vorfeld bei den Proben. Die Kinder strahlten über das gesamte Gesicht, zugleich wurde bei den Erwachsenen Kindheitserinnerung wieder geweckt. Aber nicht nur das Publikum hatte seine besonderen Momente bei der großen Reise von Urmel. Auch die Protagonisten durchlaufen bei der Inszenierung emotionale Phasen. Das ist natürlich schon also ein ganz toller Moment. Das ist ja, geht mir persönlich natürlich schon beim Anfang des Stücks so, da ich das Urmel sozusagen als erster führen darf. Also sobald ich natürlich hinten neben den Kistendeckeln mit dem Urmel erscheine, schon die erste Reaktion, aha, da ist es. Das ist natürlich dann schon kurz auch einfach ein schöner Moment, weil man einfach den direkten Kontakt zum Publikum hat. Und ja, es macht einfach einen glücklich. Ich hoffe, von der Energie können nicht nur ich, sondern auch natürlich meine Kollegen und Kolleginnen natürlich dann auch wieder noch ein bisschen mehr Input natürlich in die Vorstellung legen, weil dann macht es ja natürlich uns auch Spaß, wenn es dem Publikum gefällt. Nach der abenteuerlichen Reise ins fremde Afrika durfte das Erinnerungsfoto mit den vier Puppenspielern und den insgesamt 8 Spielfiguren natürlich nicht fehlen. Urmel von Burgelstein, die von der Aufführung verzaubert war, ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, mit ihrem Star ein Foto für die Sammlung knipsen zu lassen. Schön war es mit der Augsburger Puppenkiste und Urmels großer Reise ins kleine, aber feine Rammstein-Wiesenbach.